Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war, doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten. Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Al war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaugt. Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Etwas stimmte nicht. Das ist also interessant. Das ist jetzt sozusagen nochmal unsere Geschichte gewesen. Ich werde auch gleich mal Folge 2 ansehen. Wir sehen uns die am besten jetzt gleich an, weil das erzählt ja sozusagen nur das, was wir gerade erlebt haben. Und noch ein paar kleine Extras. Zum Beispiel, dass die eine ein bisschen eifersüchtig ist auf unsere Alice, die Kellnerin, und dass unser Barry, also der Lektor, anscheinend schon auf dem Weg zu uns ist. So, Folge 2. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hatte es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Wie geil das ist, hinten im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist der Text, der gerade vorgelesen wurde, also dieser, den wir gerade aufgemacht haben, hinten eingeschrieben und zuckt da halt so vor sich hin im Nebel. Das ist ja cool, das Dunkel im Dünner. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Oh, ich denke, diese Frau hat damit was zu tun. Hey, Rick! Hey, bitte helfen Sie mir, Mann! Ich hasse das! Ich kann die Dunkelheit nicht länger ertragen! Machen wir Marvin an. Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar, klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Okay, hören Sie. Hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien. Ich weiß, das ist genau das, was Besoffene erzählen. Aber glauben Sie mir, ich war nicht besoffen. Er hat also auch was anderes gesehen. Vielleicht ist ja was Wahres dran, was er sagt. In dem Fall wären wir nicht die Einzigen. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Da hinten liegt auf jeden Fall ein Manuskript. Aber hier ist noch was. Ah. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen.
Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Okay. Aber wir waren noch an den Hirschwagen und wir haben noch geschossen, also von daher. Er hat gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Na komm, so geht's und jetzt hier rüber. Treten. Tauchen. Eine Manuskriptseite. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Wie kommen wir denn jetzt wieder rein? Ist hier irgendwo ein Weg? Da. Das ist hier so hingestellt, als sollte man da rüber gehen. Aber ich verstehe nicht, warum man über den Dach gehen sollte. Nee, das kann nicht sein. Wir können auch hier einfach rüberklettern. Ja. Ja. Nein. Ja. Na gut. Sehr schön. Okay, schauen wir doch mal. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alles Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Okay, wollen wir mal ein bisschen rekonstruieren, was ich soweit jetzt verstanden habe. Am Anfang hieß es, Stephen King hätte mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, dass Dinge unerklärlich sind eben und genau deswegen gruselig. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, den die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich nicht verantwortlich. Ich versichere Ihnen, dass meine Mitarbeiter abgemahnt wurden. Thor und Odin haben nie Ärger gemacht, als sie noch auf ihrer Farm wohnten. Allerdings, alles, was wir tun können, ist, das Fortschreiten ihrer Demenz zu verzögern. Das heißt, wir sind sozusagen... Nein, ich wollte das noch untersuchen. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Ach, Menno. Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen bin reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh, hey, oh je, ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles.
Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Und sie war sehr hilfsbereit, als ich nach dir gesucht habe. Skelett eines Präriemammuts. Mammutus Columbi. Ach du meine Güte. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in den La Brea Tar Pits gefunden. Pits, ah gut, okay. 1998 wurde es dem Elderwood Nationalpark gestiftet, als das Präriemammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn-Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Ah, okay, das ist also Hasenzahn-Charlie, der auch eben für die Kinder auftreten soll. Am Elchfest. Okay. Och, wie putzig sind denn die? Ohoho. Mu. Was wollte ich jetzt sagen? Also sozusagen, ich habe das Gefühl, das ist eine Welt, die er sich erschaffen hat durch seine Schriftstellerei und die so ein bisschen aus den Fugen gerät. Das heißt, er schreibt sozusagen seine eigene Geschichte. Und in diesen 7 Tagen ist irgendwas passiert, an das er sich einfach nicht mehr erinnern kann, indem er eben diese Geschichte getippt hatte. So, das ist meine... Was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was? Du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry. Mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles weißt ist einfach... du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Was ist mit dem Bären los? Kommt mir das nur so vor, der hatte so eine komische Aura. Achtet mal genau auf die Ränder. Die leuchten doch weiß. Ah nee, das ist nur, wenn ich mich bewege. Ah. Okay, gut. Das ist dieses komische, es verschwimmt. Dingens. Ich weiß auch nicht. Okay, was haben wir hier alles? Na, ganz viel tolles Zeugs. Was? Thermosflasche? Wo? Da. Meine. Das ist der Hilfekoffer, kann man auch nichts mitmachen. Mit Rusty sprechen. Wo ist denn Rusty jetzt? Rusty sollte doch auf dem Balkon sein, also gucken wir da mal. Pam! Haha! Wir rennen einfach gegen die Tür, die geht dann von alleine auf. Macht Chuck Norris auch immer. Es ist fast geschafft. Hi Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutsgericht. Naja, wir gehen ja schon. Boah, ist ja böse. Armes Hundi. Guter Junge, wir sind fast fertig.